bei uns ist es immer so, in der letzten Schulwoche, in der allerletzten Schulwoche, gibt es so ein, kriegen sich die Nachbarschulen so und dann werden irgendwie Wasserbomben geworfen und mit Wasserpistolen rumgespritzt. Das habe ich mal gehört, dass es in Köln so ist. Genau. Und das eskaliert doch auch manchmal richtig toll. Ja, aber es ist dann jetzt jemand gestorben. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Faust 2? Gott, es gibt mehrere Teile. Seki Müller besucht ja die Grundschule in diesem Film und stellt fest, dass die Kids dort noch ganz andere Wünsche und auch Ziele haben. Was wolltest denn du werden, als du in der Grundschule warst? Ich wollte tatsächlich Schauspielerin werden. Zwischenzeitlich wollte ich auch mal Bankangestellte werden, weil ich es immer so schön fand, wie ich fand Spießigkeit als Kind ganz toll, weil meine Eltern so unspießig waren. Und so hippie-mäßig unterwegs waren, da dachte ich mal, oh, so Zeiten, an denen ich ins Bett gehen muss, das wäre doch mal was Tolles. Oder so Hausaufgabenzeiten oder so. Ich hatte so eine ganz verkappte romantische Vorstellung von Spießigkeit. Und deshalb wollte ich zwischenzeitlich auch mal Bankangestellte werden. In der Grundschule hatte ich gar nicht so viele Gedanken mehr gemacht, ehrlich gesagt, über meine Berufswahl. Was auch schön ist, ich finde, Kinder sollten gar nicht so viel über Berufe nachdenken. Die sollen ja Kinder sein. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich mal gefragt wurde von meiner Mutter, was ich eigentlich mal machen will. Und sie meinte so Rechtsanwalt oder so. Ich fand das irgendwie cool. Ich dachte aber, ich hätte eine andere Vorstellung von dem Beruf. Ich dachte mal, dass man so gerecht ist und so Sachen, so Leuten hilft. Mhm. Tut man ja vielleicht auch irgendwie, aber auch nicht so immer, oder? Ich wollte lange Feuerwehrmann werden, weil es gab so eine Kinderserie, die hieß Grisou, der kleine Feuerwehrdrache. Und die habe ich halt geschaut. Und deshalb fand ich das super. Aber dann ging es auch doch relativ schnell, dass ich Schauspieler auch werden wollte. Haben Sie Hitler persönlich gekannt? Und wenn ja, wie war er so? Was war denn das Schlimmste, das ihr in der Schule angestellt habt? Ich bin mir sicher, irgendwas hat es gegeben. Ich habe wirklich gar nicht, weil es nicht so ein Typ, der irgendwie so, ich fand es immer eher so uncool, so Streiche zu spielen oder so. Mhm. Das war nicht so mein Ding. Also es war eher so, dass ich dann irgendwie oft nicht da war oder irgendwie frech war oder sowas. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht aufgefallen durch fiese Dinge. Auch ja. Keinen Verweis kassiert? Doch, schon oft. Doch? Mhm. Mehrere Male? Ja, bestimmt, ganz oft. Ja, aber weil ich im Unterricht gegessen habe. Und das war dann so, ja, Jella, pack deinen Salat weg. Und dann habe ich halt noch aufgegessen. So, es war vielleicht ein bisschen provokant. Ich war ein bisschen vorlaut. Also ich hatte meistens keinen einzigen. Wirklich? Streber. vor allen Dingen für so Schwätzen immer. Mhm. Schwätzen, da stand immer drin, ich wollte das letzte Wort haben. Schwätzen, spicken, zu spät kommen. Bei uns ist es immer so, in der letzten Schulwoche, in der allerletzten Schulwoche, gibt es so ein... kriegen sich die Nachbarschulen so und dann werden irgendwie Wasserbomben geworfen und mit Wasserpistolen rumgespritzt. Das habe ich mal gehört, dass es in Köln so ist. Genau. Und das eskaliert doch auch manchmal richtig toll. Ja, aber es ist dann nicht jetzt jemand gestorben. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Das ist immer großer Spaß. Seit ich in der 5. Klasse bin, will ich endlich mal der sein, der die Kleinen nass macht. Und dann lief ich da so mit der Wasserpistole irgendwie durch den Gang und dann hat eine Lehrerin zu mir gesagt, Max, tu die Pistole weg oder gib sie mir. Ich habe gesagt, nee, es tut mir leid, kann ich leider nicht machen, weil gleich die Nachbarschule kommt und ich muss mich irgendwie verteidigen. Und dann hat sie gesagt, entweder du gibst mir jetzt die Wasserpistole oder wir gehen zu deiner Stufenleiterin. Ich habe gesagt, okay, dann gehen wir halt zu der Stufenleiterin. Ja, Ende vom Lied, da muss ich einen Tag später, ich habe die Wasserpistole behalten, wir haben uns großartig verteidigt und am nächsten Tag muss ich zum Direktor und irgendwie... hat er gesagt, so, das muss jetzt an einem Tag gehen, du kannst dir aussuchen, entweder heute oder morgen. Da habe ich gesagt, ich habe heute 8 Stunden, dann gehe ich jetzt. Ja, das war mein Verweis. So viele Buchstaben. Und Wörter. Wie sieht's denn eigentlich mit Danger und Chantal aus? Wäre das nicht ein Pärchen? Ja, wir haben es probiert zu etablieren, es ist rausgeflogen. Nein. Doch. Es ist, ja, warum so ganz genau, wissen wir auch nicht. Doch, es passt nicht, ich fand die Leute nicht gut. Danger hat ja auch eine Freundin, die trennt sich zwar, aber ja, wir fanden das auch eine schöne Idee, eigentlich.
Aber es sollte nicht sein. Sie bleiben Freunde fürs Leben. Der ganz aufmerksame Zuschauer merkt vielleicht was. Ja, wir haben die Tendenz immer mitgespielt. Eckart will ein Anti-Mobbing-Seminar, das viral geht. Irgend so ein Hashtag-Quark. Ich habe schon vor 2 Monaten gesagt, dass ich gemobbt werde. Ingrid, die Schüler mobben sich. Was ich toll finde, ist, dass ihr eure große Reichweite wirklich einsetzt, um Gutes zu tun. Also ihr fordert zum Wählen auf. Ihr sagt jetzt in diesem Film eindeutig, steht ihr gegen Mobbing. Ist dir das persönlich auch wichtig? Also dass neben den ganzen Lachern und den coolen Sprüchen auch so eine Botschaft mit drin ist? Ja, und das ist ja auch das was die Marke Fucking Goethe ausmacht. Also so lustig die Filme sind und so frech, hat jeder Teil ja auch immer eine Botschaft. Und das ist auch wichtig, weil sonst wäre es nur plump. Und deswegen geht es uns auch als Schauspieler, die in dem Film mitwirken, darum, dass man den Leuten immer wieder auch eine Message mitgibt und sagt, ey, das ist wichtig, wählen ist wichtig, es ist wichtig, für den Nächsten einzustehen, nicht egoistisch zu sein und auch mal gute Zwecke zu verfolgen. Und dann macht das Lachen umso mehr Spaß. Yeah!